Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, heute Morgen euch zu begrüßen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, auch in der Erwartung des Herrn. Wir sehen natürlich, dass viele von uns seufzen und warten schon fast ungeduldig auf das Kommen des Herrn. Und ich sage euch, es lohnt sich zu warten. Er verspätet sich, aber er kommt, auch wenn die Spötter es anders meinen. Die Philosophie dieser Welt geht nicht auf. Es geht nur das auf, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und da kann man auch zum Beispiel sehen, dass Gott eigentlich nicht gebunden ist an die Zeit. Die Zeit ist das Gesetz, unter dem die Welt gesetzt worden ist. Gott ist nicht gebunden an die Zeit. Deswegen sind ein Jahr wie 1000 Jahre, ja, und 1000 Jahre wie ein Jahr oder ein Tag wie 1000 Jahre oder so. Es ist egal, wie wir das nehmen. Bei Gott spielt Zeit nicht die Rolle, aber Gott kennt die Zeit, unter dem er die Welt gesetzt hat. Und er koordiniert da sehr weise. Wir sehen, dass alles, was er gesagt hat, ist in Erfüllung gegangen. So wissen wir auch, dass auch das in Erfüllung gehen wird, dass wir entrückt werden, auch das Kommen des Antichristes und auch das Gericht. Ich habe und ich werde noch aus der Schöpfungsgeschichte noch vieles zeigen. In der Schöpfungsgeschichte hat Gott sehr viel Grundwissen uns weitergegeben, was die ganze Schöpfung betrifft. Und so auch die Entrückung wird in vielen Bildern, hoffe ich, es wird nicht rauschen diesmal. Es tut mir leid, dass das letzte Mal das letzte Video dann Rauschen gehabt hat. Ich habe das jetzt nochmal umgebaut und gemacht, einen Versuch, einen Videoversuch gemacht. Es hat nicht gerauscht, hoffe ich, dass das auch gut geht diesmal. Ja, Gott hat uns auch in der Entrückung Beispiele gegeben in den Alten Testament. Und wo wir auch ernst nehmen dürfen. Lasst uns erstmal ein bisschen sehen, wie ist das mit der Zeit. Die Wissenschaft redet darüber, wenn es einen Polsprung gibt, wenn die Erde sich nicht mehr dreht, dann passiert das und jenes. Es ist deswegen, weil die das Wort Gottes nicht lesen und auch nicht glauben schenken die. Gott hat nachgewiesen, dass das nicht so ist, wie der Mensch es denkt. Als Josua in Kampf geht gegen seine Feinde, betet er, dass die Sonne still bleibt. Und die Sonne und der Mond bleibt still. Es ist auch gesagt, wo genau. Ja? Wer will, kann es nachlesen. Das heißt, dass Sonne, Mond und die Erde lag still, solange Josua nicht den Sieg in der Hand hatte. Das waren keine Minuten,
sondern es waren viele Stunden. Und es war auch kein Erdbeben da, es war keine Überflutung da, es war kein Finsternis da, es war kein Vulkanausbruch da. Es ist alles still gewesen. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und das ist auch, wo viele Christen versagen, weil der Teufel Raum kriegt in dem Leben eines Menschen, dass Gott versagt hat, dass Gott kann nicht, du bist nicht der Kind Gottes, es passiert doch nichts, Gott hat euch vergessen und so weiter und so fort. Nein, wir dürfen vollkommen vertrauen, dass alles in Gottes Hand liegt. Und wenn sie sagen, der Supervulkan bricht aus und die ganze Welt wird verfinstert, das ist alles nicht so. Weil es passiert nur das, was Gott zulässt. Und deswegen dürfen wir uns voll in seine Hand vertrauen. Wenn ich über die Endzeit und das Gericht spreche, kann ich eigentlich nur über Noah und Christus sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, was für einen Zusammenhang zwischen Christus und Noah ist. Als Noah geboren worden ist, sagt Lamech, der Vater Noahs, in 1. Buch Mose 5, 29. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Das heißt, dieser wird uns trösten. Und wir wissen, dass Jesus Christus genau auch in dieser Rolle ist. Er ist der Tröster. Er ist der Erretter, der uns über unsere Arbeit und Mühsal unserer Hände von der Erdboden, der der Herr verflucht hat, tröstet. Das ist schon der erste Hinweis, dass Noah ein Spiegelbild auf Christus ist. Und das ist sehr wichtig anzunehmen, weil das, was Noah macht, umso mehr hat es das Christus gemacht als Sohn. Noah ist nicht der Sohn, Jesus Christus ist der Sohn. Aber ob es Sohn ist oder nicht Sohn ist, steht eins fest, dass wer ungehorsam ist, kann keine Beziehung zum Vater haben. Aber sowohl Noah, der mit Gott gewandelt hat und keine andere Götter in sein Leben hatte als nur den einen und den lebendigen, hat auch Christus volles Gehorsam seinem Vater gegenüber gezeigt. Bis heute und in aller Ewigkeit. Voller Gehorsam. Es steht geschrieben und viele beziehen sich darauf, dass nur der Vater weiß die Stunde. Das war richtig, solange Jesus Christus nicht verherrlicht war. Aber in dem Moment, wo Jesus Christus verherrlicht worden ist, ist ihm alles übergeben worden. Noah kriegt den Befehl, die Arche zu bauen. Und Noah tut das.
Diese Arche, für was ist gedacht? Es ist gedacht für die Errettung seiner Familie. Und seiner Söhne, also seiner Kinder und ihrer Frauen. Dafür war es gedacht. Gott sprach zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mir gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Das Tod Jesus Christus war der Anfang der Baugenehmigung der Arche. Das Leib Christi, so wie Paulus es sagt, wird dann fertig, wenn die Zahl der Glieder vollkommen ist. Wenn das Leib vollkommen ist. Bis dann ist das Leib Christi nicht fertig, nicht vollkommen. Das geborene Kind wird erst zu seiner Zeit, also die 9 Monate, braucht das Kind im Mutterleib, sich ganz zu entwickeln. Und bei Gott gibt es keine Frühgeburt. Gott zieht es richtig durch. Das Kind muss vollkommen sein. Das Kind muss vollkommen sein. Und dann die Entrückung. Und das sehen wir auch bei Noah. Noah baut die Arche. Jetzt, es ist so. Es ist geschrieben in 1. Buch Mose, dass Noah war 500 Jahre alt, als er seine 3 Söhne gezeugt hat. Und zwischen diesen 500 und 600 Jahre alt, weil er war 600 Jahre alt, als die Arche fertig war. Aber es ist nicht eindeutig geschrieben, wann hat Gott ihm gesagt, bau die Arche. War er 520? War er 540? War er 560? Er hatte die 3 Söhne, also die 3 Söhne müssen schon erwachsen gewesen sein und die Frauen seiner Söhne. Also sie waren ehefähig. Deswegen können wir jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Bau der Arche jetzt 100 Jahre lang gedauert hat oder nur 40 Jahre gedauert hat oder nur 30 Jahre gedauert hat, weil das sagt uns die Schrift nicht genau. Aber eins wissen wir, dass Noah von dem Moment an, wo Gott ihm gesagt hat, bau die Arche, hat er damit angefangen. Und bis zu der Zeit, bis Noah die Arche nicht beendet hat, hat Gott nichts gesagt, jetzt kommt die Flut. Noah, du musst dich beeilen. Nein, diese Zeit der Bau wurde ihm gewährt. Wie lange es gedauert hat, lag theoretisch in Noahs Hand.
Genauso, was Christen auch nicht so sehr ans Herzen nehmen. Dass bis Christus sein Leib nicht vollkommen hat, seinen Tempel, seinen eigenen Leib nicht vollkommen hat, wird auch die Entrückung nicht sein. Und Gott tut ihn nicht drängen, mach schneller oder mach langsamer. Wir lesen nirgendwo in der ganzen Schrift, dass Gott einmal zu Noah gesagt hätte, Noah, du musst dich beeilen. Oder Noah, lass dir Zeit. Auch darüber lesen wir nicht, dass Noah gefragt hat, Herr, wie viel Zeit habe ich noch? Nicht, dass die Flut morgen kommt. Nein, Noah hat gebaut und hat sich jetzt nicht Gedanken gemacht, es könnte morgen schon die Flut kommen und ich bin mit der Arche nicht fertig. Und das ist das gewaltige Zeichen auch für uns. Wir bauen als Glieder mit, bis das vollkommen ist. Und wir wissen, es geht richtig. Und diese Zeit ist theoretisch in der Hand des Sohnes Gottes, der verherrlicht ist und der auch vom Vater geholfen ist. Noah hatte Hilfe von Gott. Noah hatte den vollkommenen Plan des Baus gekriegt. Genau welches Material? Wie soll er einstreichen? Aus was für Holz soll er es machen? Alles. Die Maße, die Höhen, die Längen, alles hat er von Gott gekriegt. Und außerdem, Gott hat ihm auch die Kraft und die Weisheit gegeben, um das zu vollbringen. Und auch die Tiere, die Vögel, alles paarweise, die in die Arche reingehen mussten. Glaubt nicht, dass es alleine Noahs Werk war. Da hat Gott ganz kräftig mitgeholfen. Und deswegen ist auch die Tatsache, dass der Vater zieht zu dem Sohn und baut mit das Leib des Sohnes. Und das wird wunderbar und es wird stabil sein, weil es wird kein Gericht sein, das das kippen kann. Derjenige, der in Christus ist, ist hundertprozentig gerettet. Wir sehen auch, dass es gibt dann eine Zeit, wo der Noah erwähnt wird. Und der Daniel und Hiob, die drei gerechten Männer, die auch sehr viel auszusagen haben, weil der Herr hat durch die auch sehr grundlegende Sachen den Menschen weitergegeben. Denn Hiob, im Hiob hat er gezeigt das Werk des Teufels. Wie der Teufel mit den Menschen aus dem Hand Gottes raus fordert, um ihn zu versuchen. Da hat uns Gott nicht in Dunkelheit tappen lassen. Der Daniel, der Gott vertraut hatte, der gebetet hat, in Zeit der Antichristen, so gesagt, mit offenen Fenstern. Und Gott hat ihn gerettet vor dem Maul der Löwen. Und Gott hat ihn gesegnet noch mit prophetischen Einsichten, die uns weitergegeben worden ist.
Weil Daniel war in der Zeit Nebukadnezar und Darius. Und in Zeit Darius, also nicht jetzt Antichrist, aber ich habe das so als Vergleich gemacht, wurde verboten, andere Götter anzubeten. Und Daniel öffnet die Fenster und betet mit Mut seinen Gott an. Vielleicht würden wir so mutig, viele von uns nicht sein. Aber das sagt der Herr in Hesekiel 14, 14. Und diese drei Männer wären in seiner Mitte dieser Stadt. So würde um ihre Gerechtigkeit, also Noah, Daniel und Hiob, es würde um ihre Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Und in Hesekiel 14, 20 geht er noch weiter. Und Noah, Daniel und Hiob wären in seiner Mitte. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Sohn noch Tochter retten. Sie würden um ihre Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seelen retten. Man zeigt hier, dass die Berufung damals war eine einmalige Sache. Wie genau das Tod Christi. Das Tod Christi ist auch eine einmalige Sache. Lass mir zeigen, warum. Es ist in Hebräer 11, 7, sagte, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hat, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Es ist so, durch den Glauben baute Noah nach der göttlichen Weisung, was noch nicht zu sehen war. Was heißt das? Jesus Christus sprach auch davon, dass es wird etwas sein, und das haben die Leute nicht verstanden. Er hat auch gesagt, dass die Zeit und alles ist Gott in Gottes Hand und niemand weiß. Also etwas, was nicht zu sehen war. Es war noch nichts zu sehen. Aber in dem Moment, wo dann die Arche Tür zuging, war es zu sehen. Weil als Jesus Christus verherrlicht war, wurde ihm alles in die Hand gegeben. Alles Zeit und alles Herrschaft und alle Entscheidungen. Wir sehen das genau in Offenbarung 6 oder 5, wo nur er allein ist, der würdig, auch das Buch mit dem Siegel zu öffnen. Niemand anders war da dafür befugt und würdig. Dann schreibt es hier die Rettung seines Hauses. Es sind nicht viele, die errettet werden, leider. Weil viele harren in ihren Unglauben aus. Und Jesus als Haupt der Gemeinde sind die Glieder nicht sein Haus. Sagt Paulus nicht, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Christus mein Haupt und in mir der Geist Gottes, also in uns, in das ganze gesamte Leib wohnt der Geist Gottes. Und die Glieder sind sein Haus, sein Leib.
die Rettung seines Hauses. Genau wie damals in Zeit Noah ist ein Spiegelbild auf unsere Zeit gesehen. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit. Da brauche ich nicht viel über Christus dazu sagen, weil durch ihn wird die Welt verurteilt und wir werden Zeugnis dafür sein. Durch Jesus Christus, dem viele nicht geglaubt haben und glauben werden. Und Christus ist das Erbe der Gerechtigkeit, was uns seines Hauses gegeben worden ist im Himmel. Und er schreibt hier, die nach dem Glauben ist. Dann geht es weiter in 2. Petrus 2, 5. Dann schreibt es, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit als achten, neben sieben anderen bewahrte er die Flut über die Welt der Gottlosen, brachte. Prediger der Gerechtigkeit. Ist Jesus nicht der Prediger der Gerechtigkeit, der Prediger der Liebe, der Prediger der Errettung? Er ist nicht nur der Erretter, sondern er war der Erste, der aufberufen hat, heute, wenn ihr meine Stimme hört. Predigen wir denn von uns aus? Geben wir Zeugnis von uns aus? Oder ist das Zeugnis aus Gott durch uns? Ist die Predigt, also sollte eigentlich die Predigt nicht von dem Geist Gottes geleitet werden, der zu Ohren der Unvollkommenen und Verlorenen geht und wenn der glaubt, soll er errettet sein? Doch, der Prediger der Gerechtigkeit. Wir sehen, dass solange die Arche gebaut worden ist, Noah hat gepredigt von das große Gericht, was kommt. Und meine Lieben, was machen wir denn heute? Was macht die Christentum seit der Auferstehung Christi? Was hat Christus gemacht? In Matthäus 24 spricht er über Lot, über Noah. Jesus durch uns und mit uns und er selbst hat die Welt gewarnt und warnt heute noch vor das große Gericht, was über alle Menschen kommt. Das Gericht ist wie ein Wasserflut, der keinen verschont. Kein Vogel, keine Tiere, kein Mensch. Niemand kann dem entkommen. Niemand. Nur die, die in der Arche sind. Alle werden vor dem Gericht Gottes stehen. Und die werden verurteilt sein und werden. Keiner wird entkommen. Matthäus 24, 38 sagt Jesus, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, das ist auch eine Endzeitprophezeiung, ja. Sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, dass Noah in die Arche ging. Bis Noah in die Arche ging.
Und dann ist die Flut gekommen? Nein. Es waren noch 7 Tage. Und ich habe letzte Zeit sehr viel mir Gedanken gemacht darüber. 7 Tage. Warum 7 Tage? Noah geht in die Arche und 7 Tage ist nichts. Und ich denke, es ist meine Meinung jetzt schon wieder, und da habe mit Recht, da glaube ich nicht, dass ich was Böses sage. Es ist auch keine Irrlehre. Es hat etwas damit zu tun, mit unserer Zeit, diese 7 Tage. Ich gucke nur gerade, wo das ist. Es ist geschrieben. Ein Augenblick. Mal gucken, wo das genau. Es ist in Kapitel 1. Mose 7, wo der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. So, alles 4, die Tiere, dann Weibchen, Vögelchen. Dennoch 7 Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen 40 Tage. Geh in die Arche, die Türe geht zu, keiner kommt rein, keiner kommt raus, und noch 7 Tage darauf. Und ich denke, das hat eigentlich mit der 70. Jahrwoche zu tun. Es ist die Zeit der Antichristen. Und ich glaube, deswegen hat Gott noch diese 7 Tage bei Noah auch so als Spiegelbild rübergelassen. Weil theoretisch hätte es nicht sein müssen, oder? Logisch gewesen ist, geh in die Arche, Tür zu und pack Gericht. Aber nein, noch 7 Tage lag die Arche auf dem Trockenen. Es ist genauso, dass nach der Entrückung sind noch 7 Jahre. Nach der Entrückung kommen noch 7 Jahre. Der Zeit des Antichristen. Und dann kommt das Flut. Dann kommt gewaltiges Flut. Dann kommt das Gericht über diese Menschheit. Und es wird niemand schonen. Niemand schonen. Noah kriegt auch gesagt, kriegt, nachdem er aus der Arche kommt, dass sogar von den Tieren das Blut der Menschen zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, dass auch die Tierwelt vor Gott stehen wird. Darüber spricht die Bibel nicht sehr viel, weil die Tiere sind nicht erstrangig. Hier geht es um den Menschen und um Gott und um diese Beziehung zwischen uns beide. Und wer wirklich in Glauben und in Gehorsam lebt, wird diese Freude erleben, dass er entrückt wird. Meine Lieben, es ist hier wirklich geschrieben in der Zeit Noah, es war gewaltig, Gewalttat, boshaft. Ja, also Götzendienst wissen wir, dass es war eigentlich sehr verbreitet. Man hat wirklich dadurch auch, dass diese Söhne Gottes, die damals auf die Erde und zu der Frauen gekommen sind, die haben denen eigentlich verschiedene Sachen beigebracht. Das sind auch noch die Riesen davon geworden und die waren auch sehr klug und weise.
Man sieht auch, man staunt über die Pyramiden und die alte Bauten von über 4000 Jahre, 5000 Jahre, also seit Noah, so ungefähr, dass die so stabil sind und auch durch so große Steine gebaut worden sind. Also ich nehme an, das waren sicherlich auch durch diese Riesen gebaut worden. Ja, man kann darüber spekulieren viel, ich will da nicht sehr reingehen. Ich nehme es so an. Ich kann das mir gut vorstellen. Aber es geht uns hier mehr oder weniger um die Zeit. Wann kommt Jesus endlich? In erster Reihe müssen wir das sehen, dass die Arche muss vollkommen sein. Die letzte Biegung, die letzte Pinselstrich muss stehen. Jetzt haben wir die Zeichen der Zeit. Die erfüllten Prophezeiungen der Gnadezeit sind alles in Erfüllung gegangen. Ist alles in Erfüllung gegangen. Wir sehen die Lage der Gemeinden, wir sehen die Lage der Menschheit, wir sehen, dass Gewalt und das Blutrüst der Menschheit heute, wir sehen die Krankheitswellen, die Naturkatastrophen, wir sehen in der politischen Wende wirklich, dass die Welt richtig verkündigt das Kommen des Antichristen. Wir erleben das jetzt auch in Deutschland. Merkel soll abgesetzt werden. Und ich habe mal einen Artikel gelesen, es soll ein starker Mann an ihrer Stelle kommen. Wer weiß. Mal sehen. Wir wollen, wir sind da nicht geneigt. Es ist so, unsere Zeit, wie das sein Lied so schön, unsere Zeit in Gottes Hände, liegt in Gottes Hände. Und das muss uns bewusst sein. Vertraust du Gott vollkommen? Wir seufzen, wir haben es schwer, aber Gott weiß es. Hat uns denn der Herr uns nicht versprochen, ich bin bei euch alle Tage? Er weiß genau, und im Römerbrief sagt sogar, dass die Welt, die Kinder dieser Welt, warten schon, dass die Söhne Gottes kommen. Und das sind wir. Die Welt wartet auf die Entrückung, weil bis die Entrückung nicht kommt, wird sie 7 Jahre nicht anfangen können. Und bis das nicht passiert, kann das Ende nicht kommen. Und es kommt, meine Lieben. Wir wissen nicht, wie viele Tage. Es geht nicht Jahre, wie viele sagen, 10, noch 20, 100 Jahre. Guckt mal doch die Gemeinden an. Es wird nicht mehr weitergehen. Aber der letzte Schliff muss noch da sein. Und der Herr macht es. Und deswegen ist es, plötzlich wird es kommen. Plötzlich. Die Welt wird gar nicht so merken, dass die Tür des Arche zu ist. Wenn die Christen entrückt werden, werden die viele Theorien aufbringen und die Menschen werden lachen drüber. Es werden auch viele, die umdenken müssen, die wissen, warum sie draußen geblieben sind. Und die haben noch Gott sei Dank in den letzten 7 Jahren noch eine Chance zur Errettung. Aber nicht diese Errettung wie das des Leibes Christus. Wir sollen dankbar sein, dass wir Glieder in diesem Leib sind. Wir sollen lernen, uns gegenseitig in Liebe zu tragen, füreinander da zu sein,
im Gebet füreinander und nicht zu jammern. Kommt er oder kommt er nicht? Er kommt. Ach, ich sehe mich auch nach Hause, meine Liebe. Ich habe auch manche Momente, wo ich sage, Herr, ich kann nicht mehr. Aber der Herr gibt mir wieder Kraft, das hier alles zu überwinden. Es geht weiter, weil der Herr ist mit uns, alle Tage, jeden Augenblick unser Leben. Gott ist nicht an Zeit gebunden, vergessen wir das nicht. Und Gott will das Beste. Am meisten das, Noah hat damals gepredigt und keiner wollte zuhören. Hört denn heute noch jemand zu? Ich bin froh, wenn ich höre, dass noch Muslime zum Glauben kommen. Es gibt noch eine Welle, ein letzter Schliff. Aber es wird bald zu Ende sein. Es muss auch bald zu Ende sein. Denn alles ist schon bereit. Israel ist bereit. Die politische Wende ist bereit. Aber sie können nichts anfangen, bis die Entrückung nicht kommt. Und deswegen muss sie kommen. Lasst eure Köpfe nicht runterhängen. Vertraut auf das, dass meine Zeit ist in deiner Hand, Vater. Du bist immer bei mir. Du lässt mich nie allein. Und wie Noah nie gesagt hat, komm, wir machen schnell, schnell, das kann die Flut jede Zeit kommen. Nein, Noah wusste genau, bis der letzte Nagel nicht sitzt, wird die Flut nicht kommen. Und Jesus weiß es genau, wenn das Leib vollkommen ist und er kommt, seine Gemeinde zu rufen, dann ist die Entrückung da. Dann ist die Arche fertig. Dann ist es aus mit dieser Welt für uns. Dann sind wir erlöst. Und dann sind es noch 7 Tage. Aber dann kommt das Gericht. Dann sind es noch 7 Jahre und dann kommt das Gericht. Gott ist gewaltig, wie er die ganze Schrift gestaltet hat. Wer sich damit beschäftigt, kann vieles, viele Gewissheiten, vieles Erkenntnis daraus schöpfen. Weil es sind manche Geheimnisse, die sehen, oh, das ist so schwierig und ich verstehe es nicht. Aber wer mit Herz und Seele an seinen Herrn vertraut, wird nicht beschämt werden. Ja, meine Lieben, wir warten. Wir warten in voller Geduld. Wir loben und preisen unseren Herrn, solange wir hier auf der Erde leben und dann in Ewigkeit. Und ich später, bitteschön, mach du ich weiter. Denn wie in der Zeit Noah die Menschen über Noah gelacht haben und ihnen das Lachen vergangen ist, als die Flut kam, so wird's euch auch ergehen. Schade, aber ihr wollt es so. Gott segne uns und gib uns wirklich Ausharren. Ich freue mich drauf. Wir gehen bald. Ja, liebe, meine Lieben, betet weiter für mich. Und ich danke euch für die tollen Kommentare, für die tollen Ermutigungen und auch, dass ihr mal ein Rauschen mal durchhört und Geduld habt mit meiner Unwissenheit in der Technik. Ich bin auch auf andere angewiesen in dieser Bezug. Ich kenne mich so ein bisschen aus, aber nicht in alles. Und ja. Ich danke euch. Hart aus. Jesus kommt bald. Wir gehen nach Hause. Halleluja. Amen.